Ja. Bitte schön. Bleib bei mir. Er ist der Sportfachmann, aber hier, ich bin hier der Chef. Macht es für dich einen Unterschied? Du bist viel im amerikanischen Fernsehen, im französischen, überall auf der Welt. Ist was Besonderes, wenn man so nach Hause nur ein paar Minuten hat? Ja, also ich kam eigentlich hier auch erst vor ein paar Minuten an. Also du hast eben schon richtig gesagt, ich habe schon einen gewisses Heimvorteil und wir haben ein tolles Publikum, das habe ich Anfang des Jahres schon selbst erlebt. Muss ich wirklich sagen, also... Vielleicht richten wir uns in Mannheim hier für länger ein, also so ein Publikum muss man sich suchen. Ich komme auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal. Danke. Steffi. Nun muss ich mich doch zum Sportjournalisten machen, aber es interessiert ja nicht nur die Sportler, das Knie der Nation. Welches ist es denn? Das linke. Das linke. Ja. Sieht gut aus. Wie fühlt sich's denn an? Nein, ganz gut. Also ich bin recht fest im Training im Moment. Deswegen habe ich auch schon einige Muskeln wieder zugenommen. Also ich bin ziemlich zufrieden im Moment, wie es läuft. Glaubst du, dass mit dem Comeback oder wie auch immer man es nennen möchte, mit dem Angriff auf die Weltspitze so klappt, wie du das vorgestellt hast? Musst du ein bisschen verzögern? Das weiß ich im Moment noch nicht ganz. Mein Wunsch wäre natürlich in Australien Anfang Januar, also diese Saison zu beginnen. Ob das so ganz klappt, das weiß ich noch nicht. Aber wenn es so vom Training her weiterläuft, dann hoffe ich es. Aber wie ist denn das, wenn man so von seinem Körper abhängig ist? Du haust jetzt jeden Morgen auf dein Knie und sagst, geht, geht nicht. Nee, also es ist schon so, dass man so ein bisschen in den Körper hineinhorcht. Und es ist natürlich auch so, dass man relativ viel Therapie am Tag durchstehen muss. Hast du jeden Tag da richtig Behandlung? Mhm, Massagen, ja. Oder was? Massagen, tut Elektrotherapie? Auch weh? Nein. Die Verletzungsgefahr beim Modeln ist nicht so groß. Nein, nicht ganz so groß, aber man kann auch mit Schuhen zum Beispiel umknicken. Eben, ihr habt ja diese unglaubliche Bügeleisen zur Zeit an, da, diese Klumpenbriketts da. Ja, obwohl auch ein Runway weniger als, glaube ich, so in der Techno-Szene. Aber ich meine, auch wenn man es fällt, dann kann man sich auch wehtun, aber natürlich nicht so dramatisch. Steffi, ich habe von dir schon so tolle Fotos gesehen, dass man sagt, das Modeln, das ist ja etwas, was sie sich für die Zukunft auch noch überlegen könnte. Oder sagst du, damit habe ich nichts am Hut, das mache ich zwischendurch mal aus Spaß oder weil es gute Fotografen sind? Genau, so ungefähr. Ja. Nein, also da sehe ich also absolut keine Zukunft. Das ist eine schöne Abwechslung zwischendurch mal, aber ja. Das ist also, das überlasse ich lieber den richtigen Models. Was hast du so ein Gefühl, was den Nachwuchs betrifft? Im Moment ist, glaube ich, Antje Huber vor dir auf Platz 14 in der Weltrangliste. Ist ja genauso, wenn Kerner mehr Quote hätte als ich. Ich glaube gar nicht dran denken. Also, ist das... Sagt man, naja, die jungen Leute kommen, aber ich komme schon wieder nach vorne? Oder wie ist da Konkurrenz? Konkurrenz ist irgendwo immer da. Ich meine, die braucht man auch. Das belebt eben auch das Geschäft und es motiviert einen auch. Aber ich war immer jemand, der sich eigentlich ein bisschen mehr auf mich selbst konzentriert hat. Und ich weiß, wenn ich fit bin und es mir Spaß macht, dann klappt das schon. Also, du glaubst dann, ich glaube, das ist auch ungeheuer wichtig, dieser unglaubliche Vertrauen in sich selbst, ne? Ja, das ist leider nicht immer ganz so da, aber der Spaß am Tennis ist so groß, dass... Kann einem das auch genommen werden? Also hast du manchmal den Eindruck, dass du selber an dich glaubst, aber dass man es krank redet und dass du selber irgendwo ein Opfer von dem bist, was du hörst und empfindest? Nein, das bin ich schon selbst. Ja? Ja, doch. Also gerade eben so nach so einer langen Pause, ich glaube 6 Monate habe ich jetzt kein Tennis gespielt. Da ist es nicht ganz einfach, so wieder den Rhythmus zu finden. Und gerade in letzter Zeit fällt es mir relativ schwer, an mein Spiel wieder zu klammern, aber es wird schon kommen. Ja, wird schon kommen. Ja, guck mal. Und nein, gib Gas. Du wärst natürlich mit einem Trick aus der Nummer draußen. Mensch, jetzt bin ich schwanger. Aber... Ist da was geplant oder wäre natürlich schön, wenn du heute was verkündest oder Verlobung oder irgendwas? Nein, erstmal steht noch das Zettel im Vordergrund, aber wenn es mal soweit ist, dann werde ich es dir erzählen. Ja, gut. Also, bitteschön. Steffi, haben wir nachher noch ein bisschen Zeit zum Plaudern, jetzt kommt deine Wette. Hast du irgendwie so Spiel, also Wetten oder Pokern oder machst du sowas um Geld oder bist du da ganz... Ja, so als Tennisspieler bist du es eigentlich gewöhnt, relativ viele Spiele zu spielen, weil du musst relativ viel warten, wenn es regnet oder so. Das heißt also, Backgammon ist bei uns sehr beliebt, unter anderem auch Kartenspiele. Heute wird gewürfelt. Wir haben einen Herrn, Matthias Gessner, ich zeige euch das mal. Guck mal, das ist ein...
dämlicher Kreisel, der macht so Geräusche. Das Handy des armen Mannes. So. Und? Dankeschön. Na, okay. So. Und? Ja. Und das sind die Würfel, die dieser junge Mann jetzt hier. Ich kann es natürlich nicht, sonst würde ich ja nicht hier sitzen, sondern eine Wette anbieten. Er behauptet, Matthias Gessner aus Lingen behauptet, dass er es schafft, innerhalb von 1,5 Minuten 20 Würfel gleichzeitig kreiseln zu lassen. Wenn einer liegt, ist die Wette verloren. Wir geben ihm maximal 2 Versuche, 1,5 Minuten für 20 Würfel. Steffi, glaubst du, dass das möglich ist? Also bei dir sieht es schon ziemlich schwer mit einem aus. Ich bin auch ziemlich tölpelig. Aber ich glaube einfach dran. Du glaubst dran? Ja, ich sag einfach mal ja. Gut, Steffi, wenn du daneben liegst. Ja, du glaubst an den Mann. Wenn du daneben liegst, was machst du? Es muss ein Opfer sein. Ich weiß noch nicht genau, wer das Opfer sein wird, weil als ich mir überlegt habe, ich habe unheimlich viel Therapie und Massagen in den letzten Monaten bekommen. Dann habe ich gedacht, jetzt drehe ich mal den Spieß um und du hast ja heute einen recht stressigen Tag. Ich habe überlegt, dass ich dir mal eine gebe. Du gibst mir eine, wohin? Ja. Eine Massage? Ja. Am Knie? Gerne, gerne, wohin immer du möchtest. Das linke tut schon weh, es fängt schon an. Obwohl, mir tut es eigentlich jetzt überall weh. Also, ich überlege mir das gleich. Hier kommt, Steffi hat gesagt, er schafft es nicht. Er wird dagegen antreten. Ich sage, er schafft es. Du sagst, er schafft es? Ich sage, er schafft es. Okay, na, dann wird mein Knie noch, okay. Steffi sagt, er schafft es. Sie glaubt an unseren Mann. Ich glaube natürlich auch an ihn. Hier ist Matthias Gessner. Matthias. Das Knie. Das. Bitte, das ist therapeutisch. Jetzt habe ich leider keine Massage-Lotion. Keine Massage-Lotion? Ich versuche einfach mal so ein bisschen. Oh. Jetzt geht's im Oberschenkel los. Ja. Oh ja. Macht warme Hände und warme Knie, oder? Ja, so ungefähr. Das glaubt mir keiner. Aber geht besser. Geht besser? Ich hoffe es. Ich war schon etwas verspannt irgendwie. Okay. Bevor ich mich dran gewöhne, danke. Ich weiß nicht, warum ich total sehe. So. Danke. Was denken denn? Eine Pantalonade. Massagemäßig liegst du bei mir weltranglistenmäßig Nummer 1. Gut. Danke. Jetzt. Ein Leckerbissen international. Sie war schon mal hier. Sie ist eine der süßesten der Familie. Ich freue mich, dass sie da ist. Sie ist die erfolgreichste zu Hause. Der Bruder ist nicht ganz glücklich darüber.